Das Château Villandry wurde Mitte des 16. Jahrhunderts an der Stelle einer gotischen Festung im Renaissance-Stil neu erbaut und ist seit 1906 im Besitz der Familie Carvalho. Im Erdgeschoss befinden sich der Salon, das Arbeitszimmer sowie der Speisesaal und die Küche. Diese Ebene war für das tägliche und gesellschaftliche Leben eingerichtet. Über eine Ehrentreppe geht es in den privaten Bereich, der der Familie und den auserwählten Gästen vorbehalten war. In diesem Zimmer lebte wenige Jahre Jérôme, der jüngste Bruder Napoleons. Das Gartenzimmer bietet einen schönen Panoramablick über den Garten. Der Parkettboden ist ein Meisterwerk aus dem 18. Jahrhundert. Der Bergfried ist der Rest der ehemaligen gotischen Festung. Der Saal von Franz I. erinnert an die Ankunft des Königs im Jahre 1536 im Schloss. Vom Bergfried hat der Besucher, die Besucherin einen schönen Blick über die Gärten. Die Gärten sind auf drei Ebenen angelegt und gliedern sich in verschiedene Themenbereiche.